Und hier geht es weiter mit Brisant an diesem Dienstag, der sich so ein bisschen anfühlt wie ein verkleideter Montag. Thema jetzt hier bei uns in der Sendung: Gift im Supermarkt. Guten Abend, willkommen zur Sendung. Es ist eine Albtraumvorstellung. Man greift in ein Supermarktregal, nimmt sich ein Getränk raus, ahnt gar nichts und trinkt Gift. In München ist das so passiert. Offenbar hat da jemand, warum, ist die große Frage, mit Gift versetzte Flaschen ins Regal gestellt und mehrere Menschen haben davon getrunken. Und dieses Gift, das hätte töten können. Also Warnung hier direkt von der Polizei und wir gucken auf ein Thema gleich. Können wir hier vielleicht schon eine Lehre für die Sommerferien ziehen? Wie lief er denn nun ab, der Ansturm zu Pfingsten an Nord- und Ostsee? Und was das für unseren Sommerurlaub bedeuten könnte, das ist Thema gleich hier bei uns in der Sendung. So läuft es bei Umzügen ja normalerweise ab. Man braucht ein paar helfende Hände und dann funktioniert die Sache. Aber Achtung vor folgender Idee, haben vermutlich schon viele vorher mal gemacht, das Sofa über den Balkon abzuseilen. In diesem Fall kam dann aber nicht nur das Sofa runter, sondern auch der Balkon und, viel schlimmer, die Helfer noch dazu. Und weil es zur Sache passt, was ist eigentlich erlaubt auf dem Balkon und was ist verboten? Darf man so mit dem Sofa hantieren? All das ist Thema bei den Online-Kollegen. Brisant.de. Wir hoffen, Sie haben Ihr Pfingstwochenende genossen. Es gab ja Traumwetter draußen und wir haben mal an Nord- und Ostsee geschaut, auch mit dem Blick auf die Sommerferien, die ja bald nun kommen. Wie war es denn da? Wie hat man an den Ostsee- und Nordseestränden diesen Ansturm erlebt? Und die Antwort zumindest für die Ostsee lautet, es war viel los, sodass zum Teil die Polizei sogar durchgreifen musste und kurzerhand ganze Ortschaften dicht gemacht wurden. Also, wenn das der Ausblick auf den Sommer ist, dann wird's voll und offenbar nicht nur an der Küste. Ja, also da wird es schon überall eng. Spannend mit Blick auf den Sommer. Mehr Aktuelles zur Corona-Lage gibt es auch heute Abend. Und zwar gibt es da ein ARD-Extra, kommt 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Und jetzt haben wir ein irres Bild. Wie kommt ein Flugzeug in ein Dach? Und vor allem auch spannend, wie kommt es da wieder raus? Das haben wir uns gefragt angesichts dieses Bildes. Und dazu gibt es einiges zu erzählen. Noch dazu, weil es nicht der einzige Unfall mit einem kleinen Flugzeug gewesen ist an diesem Wochenende. Also das schöne Wetter hat auch zum Fliegen eingeladen, aber vorsichtig. Wir schauen, wie viele heute mit Sorge auch in die USA. Es brennt in den USA auf den Straßen und noch viel mehr brennt es in den Herzen vieler Amerikaner. Der gewaltsame Tod von George Floyd durch weiße Polizisten hat das älteste Problem der USA wieder einmal neu entfacht. Die Frage nach Schwarz und Weiß und schreiender Ungerechtigkeit. Auch Prominente erheben jetzt ganz laut ihre Stimme. Auch hier in Deutschland gibt es inzwischen große Proteste deshalb. Donald Trump hat nun seine Idee. Soldaten will er losschicken, um wieder Ruhe reinzubringen. Gewalt als Antwort. Und Sie, Angst vom Zahnarzt? Wir helfen bei brisant.de und diskutieren Sie doch gerne auch mit uns in den sozialen Netzwerken, was Ihnen so in den Kopf kommt beim Thema Zahnarzt. So, und wir gucken auf die Prominenz. Die Queen sorgt für den Schnappschuss der noch jungen Woche. Und ein von Bismarck hat Ärger. Jetzt mehr. Ja klar, Fehler macht jeder mal. Hier ist es halt nicht der erste und es wird wohl möglich eine teure Tour mit dem Mietauto. In Hamburg hat man offenbar Karl Eduard von Bismarck, genannt Kalle, immerhin ist der Mann Urenkel vom berühmten Otto von Bismarck, den hat man nun betrunken am Steuer geschnappt. Seine Frau soll darüber nun so sauer gewesen sein, so wird berichtet, dass es riesen Streit gab und eine halbe Nacht auf der Wache. Details kennen nur die Beteiligten, aber es wird heute einiges gemunkelt. Bleiben wir noch eine Runde bei den Royals. Jetzt gibt es eine zum Kleben. Wer im Vereinten Königreich Briefe verschickt, der sieht die Queen natürlich jeden Tag. Da gibt es nämlich die Briefmarke. Alle anderen haben sie jetzt länger nicht gesehen. Da wurde schon gemunkelt. Ist da was los? Geht's ihr gut? Und wie? Und das beweist sie hier mit diesem Foto. Ja, die Queen, die reitet immer noch mit über 90. Diese Frau beeindruckt uns immer wieder. Wir trauen ihr das zu. So, wir haben noch einen Royal, der allerdings eigentlich gar keiner mehr ist und doch mit der Hälfte des europäischen Hochadels verwandt ist, muss man erklären. Er ist ein Monarch ohne Land, Konstantin II. Ehemals war er König von Griechenland, heute ist er Vertriebener. Dieses Bild hier von ihm und seiner Frau, das kommt aus guten Zeiten. Heute geht es dem König nicht gesundheitlich nicht so gut, aber zu seinem 80. Geburtstag, der ist nämlich heute, gab es doch gute Neuigkeiten und das dürfte auch Prinz William freuen. Das hier ist nämlich sein Patenonkel.
Und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik mit Gruß von oben. Er ist der ganz große Durchstarter bei den Kellys. Es geht um Michael Patrick Kelly. Und jetzt hat er was gemacht, was viele sehr begeistert hat. Und er hatte richtig Gänsehaut, hören wir jetzt. Und wir hätten jetzt noch Ohrwurm, die zweite. Wir hatten heute ja schon Könige und Prinzen. Jetzt haben wir noch einen Grafen und der singt auch noch. Erinnern Sie sich? Das war der Graf von Unheilig, war damals ja irre erfolgreich. Dann hat er ganz oben angekommen, plötzlich gesagt, ich mach Schluss, ich bin raus. Und tatsächlich ist er seitdem singend nicht mehr aufgetreten und die Fans waren ganz traurig darüber. Dafür lässt er heute andere singen, auch ein junges musikalisches Talent namens Soteria, das er uns sehr ans Herz legt. Also wir hören mal rein, hier kommt Soteria. Wie hat Bernhard Brink gerade so schön gesagt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, machen wir, aber kommen natürlich wieder morgen 17:15 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Bis dahin. Tschüss.